Und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur zweiten Folge von Manga Review. Aber worum geht's heute? Heute geht es um Digimon Adventure V-Thema 01. Ja, so sieht der Manga aus. Also, so sieht das Cover aus. So sieht er von der Seite aus. So, von hinten. Und ich würde einfach sagen, wir fangen dann einfach mal an mit der Review, oder? Das ist doch, wäre doch eigentlich jetzt am sinnvollsten. Es geht also um den ersten und leider auch einzigen Manga des Digimon-Franchises, der bisher bei uns in Deutschland erschienen ist. Digimon V-Thema 01. Besagter Manga wurde von Hiroshi Isawa geschrieben, welche im Grunde gar keine Mangakerin ist, sondern Schauspielerin, Seiju und eben Autorin. Die Zeichnungen stammen somit nicht von ihr, sondern von Tenya Yabuno, der Mangakerin von den Mangas zu Inazuma Eleven. Obwohl dessen Spiele sich einer großen Beliebtheit erfreuen, hat es leider auch dieser Manga noch nicht nach Deutschland geschafft. Warum? Egal. Aber Digimon Adventure V-Thema 01, und zwar im Jahre 2001, also gerade mal 3 Jahre nach dem Start in Japan. Da Digimon Adventure V-Thema 01 im V-Jump erschienen ist, handelt es sich hier, wie auch bei dem vergleichbaren und allseits bekannten Anime, um einen Manga des Shonen-Genres. Der Manga ist also, wie nicht anders zu erwarten, sehr actionlastig. Allerdings ist er keineswegs eine Adaption des Animes, auch wenn man es anfangs durchaus denken könnte, da es sich auch um den gleichen, schon aus Digimon Adventure bekannten Protagonisten handelt, Taichi Yagami. Da der Manga aber, wie bereits angedeutet, eher eine Extra-Serie ist, somit in einem gänzlich anderen Serienuniversum spielt, ist dieser Taichi Yagami trotz einer nicht zu verachtenden äußeren Ähnlichkeit, demselben Namen und sehr ähnlichen Charakterzügen nicht der Taichi Yagami aus Digimon Adventure. Der Manga beginnt damit, dass Taichi es hält, wie er einst durch sein Digimon Virtual Pet, einer auch in echt existierenden Weiterentwicklung des Tamagotchis, zwar so der Anfang des Digimon-Franchises, in die Digi-Welt gezogen wurde. Begleitet mit den seltsamen Worten einer Stimme, "Willkommen auf Schloss Holy Angel." In der Digi-Welt traf er auf seinen Vetramon Zero, welches zu seiner anfänglichen Verwunderung natürlich auch lebendig ist, wie alles in der Digi-Welt. Die beiden verstehen sich sehr gut und ziehen fortan gemeinsam durch die Digi-Welt. Auf der Suche nach jenem Schloss Holy Angel. In der Hoffnung, eine Antwort darauf zu finden, weshalb Taichi nun in die Digi-Welt gezogen wurde und warum ausgerechnet er in die Digi-Welt gezogen wurde. Unterwegs treffen sie auf das Gabumon Gabo, welches die beiden vor einem angreifenden Totemon beschützen müssen. Dieser Kampf und auch unzählige andere Kämpfe im Laufe der Handlung sind allesamt wirklich sehr episch und großartig in Szene gesetzt. Wie gesagt, die Kämpfe sind nämlich um einiges taktischer als die Kämpfe aus dem Anime Digimon Adventure. Zero ist zwar ein Digimon, aber er digitiert nicht an der Hand, um seinen Trainer zu retten, sondern die beiden kämpfen gemeinsam als Team, wobei Taichi die Position eines Trainers einnimmt. Er gibt Angaben und Befehle zu Zeros nächsten Aktionen, denen Zero aufgrund der perfekten, hundertprozentigen Zusammenarbeit sofort gehorcht. Die Kämpfe sind vom Prinzip her also eher mit den Kämpfen von Pokémon zu vergleichen, da auch dort die Kämpfe ähnlich taktisch sind, also zum Beispiel die Arena-Leiterkämpfe, die sind da auch recht taktisch oder so. Gabo ist sichtlich erstaunt über diese Teamarbeit von Mensch und Digimon und verspricht den beiden, nachdem diese die Gefahr hundertprozentig gebannt haben, sie zum Schloss Holy Angels zu bringen. Dort erhalten sie von Holy Angelman höchstpersönlich die Information, dass Taichi der Auserwählte ist, um mit seinem Monster Zero die Digi-Welt vor der Bedrohung in Form von Dämon zu retten. Die beiden ergeben nämlich durch ihren Namen den Grundbaustein der Digi-Welt, nämlich 0 und 1, also Zero für 0 und Taichi, also Ichi 1 für 1. Ja. Es stellt sich heraus, dass Holy Angelman Taichi in die Digi-Welt gerufen hatte, um ihn zu bitten, seine Prophezeiung zu erfüllen. Nach kurzem Zögern nimmt Taichi den Auftrag an und macht sich zusammen mit Zero und Gabo, der die beiden fortan begleitet, auf den Weg. Der Zeichenstil ist wirklich sehr schön und erinnert mich an irgendwas, ich weiß nur nicht an was. Aber es ist immer so schwer, so sehr schöne Zeichenstile zu beschreiben, darum zeige ich ihn euch einfach mal.
Ja, und so sieht der Zeichenstil aus von diesem Manga. Einfach mal so ein paar Seiten jetzt hier so, dass ihr euch einen kleinen Einblick verschaffen könnt. Der Manga hat insgesamt 9 Bände, von denen bedauerlicherweise gerade mal 2 in Deutschland veröffentlicht wurden. Dafür sind aber beide fast komplett in Farbe, was somit den stolzen Preis von ganzen 14 D-Mark mehr als rechtfertigt. Ja, wie gesagt, die Serie wurde von Carlsen seinerzeit vorzeitig abgebrochen und ist folglich auch nicht mehr in herkömmlichen Buchhandlungen zu erwerben. Aber früher kamen halt 14 D-Mark. Und mit etwas Suchen kann man den auch heute noch problemlos in den Weiten des Internets auffinden. Beispielsweise auf Amazon. Wahrscheinlich kostet er also dort so um die 15 Euro, aber natürlich kann ich auch hier keine genaue verbindliche Preisempfehlung ausgeben. Da sich solche Preise immer irgendwie ändern, dann ist da ein Angebot von 8 Euro, dann geht das weg, dann kommt ein anderer, der sagt, hey, ich biete ihn für 100 Euro. Naja, dieser doch vergleichsweise seltene Manga ist also durchaus trotzdem noch zu bezahlen und passt mit seiner normalen Manga-Größe, welche bei gut 17,6 cm liegt, ohne Probleme in die meisten Regale. Es gibt allerdings unter anderem, da die Reihe nicht weiter ins Deutsche übersetzt wurde, keine besonderen Extrabände. Noch nicht einmal ein Artbook, das ist sehr schade. Aber es gibt auch in Japan, glaube ich, kein Artbook, deswegen ist das legitim. Trotz der umständlicheren Beschaffung ist der Manga auf jeden Fall wert, gekauft zu werden. Er ist in meinen Augen einfach grandios und mein Lieblingsmanga of all time. ja, das liegt bestimmt auch an einem sehr hohen Nostalgiefaktor. Der Manga war mein allererster richtiger Manga. Ich glaube schon, dass man den dann etwas nicht mehr wirklich unparteiisch bewerten kann. Ja, das einzige Schlechte, was mir dadurch spontan zu dem Manga einfällt, ist halt, dass dort abgebrochen wurde nach 2 Bänden. Ich will den weiterlesen. Also falls gerade zufällig irgendein Mitarbeiter von Carlsen zuguckt, bitte bringt diesen Manga wieder heraus. Der ist einfach nur fantastisch. Ja, ich denke, man merkt ganz gut, dass ich diesen Manga sehr empfehlen kann. Er ist vielleicht nicht so extrem geil, wie ich ihn eben beschrieben habe. Wie gesagt, hoher Nostalgiefaktor. Aber auf alle Fälle wirklich sehr gut. Und vor allem für Fans des Shonen-Genres und Leute, die den Anime von Pokémon größtenteils nur wegen den taktischen und dramatischen Arena-Letterkämpfen gesehen haben. Und natürlich am allermeisten für Fans von Digimon allgemein, für die ist das einfach ein Muss. Zumindest in meinen Augen. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst jetzt etwas über diesen Manga Bescheid. Vielleicht wollt ihr ihn ja sogar irgendwie euch mal anschaffen oder so. Euch den mal irgendwie angucken. Ja, und ich würde sagen, damit ist auch dieses Video dann jetzt wieder an seinem Ende angelangt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Review. Tschüss!